Im Steigerwaldstadion in Erfurt ging es heute einmal nicht um Fußball. Stattdessen waren Vertreter aller 36 Wärmeversorger des Freistaats zur ersten Thüringer Wärmetagung zusammengekommen. Auf dem Programm stand unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema Instrumente einer erfolgreichen Wärmewende. Dort präsentierten die Teilnehmer verschiedene Konzepte für den Umstieg auf eine CO2-neutrale Erzeugung. Denn genau diese sieht das Thüringer Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2040 für den gesamten Freistaat vor. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten alle Thüringer Wärmeversorger eng zusammen. Je nach Bedingungen vor Ort setzen die Unternehmen auf verschiedene Energiequellen. So will Erfurt seine Wärme durch Geothermie erzeugen, während in Jena die Flussthermie eine wichtige Rolle spielt. Das sind erste Konzepte, die jetzt an dieser Stelle bestehen. Die müssen natürlich jetzt nochmal vertieft auf ihre Machbarkeit insofern überprüft werden, dass bestimmte Dinge jetzt in so einer Vorstudie natürlich noch nicht so tiefgreifend untersucht wurden, wie das, wenn es in Richtung einer Realisierung geht, erforderlich ist. Und insofern ist heute hier einfach erstmal ein Status quo auf ganz Thüringen mal berichtet worden. Organisiert wurde die Konferenz vom Thüringer Erneuerbare Energien-Netzwerk im Auftrag aller Thüringer Wärmeversorger unter Führung der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, der Thüringer Wärmeservice GmbH und der Stadtwerke Erfurt. Auch Vertreter aus Politik und Verwaltung nahmen an dem Austausch teil. Für die Energieversorger ist die enge Zusammenarbeit mit diesen besonders wichtig. Schließlich müssen für die Wärmewende nicht nur zahlreiche Vorhaben genehmigt werden, auch die hohen Investitionen müssen finanziert werden. Aufgrund dessen, dass die Investitionen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes so hoch sind, ist zwingend eine Förderung, insbesondere ein Investitionszuschuss oder ein einmaliger Investitionszuschuss, dringend erforderlich. Und insofern sind die Programme, die bisher dazu erstellt worden sind, der richtige Weg. Aber was wir auch feststellen, einfach unter den gegenwärtigen Bedingungen noch nicht ausreichend genug. Viele Jener sind sicher etwas verwundert darüber, dass die Tagung im Erfurter Steigerwaldstadion abgehalten wurde, obwohl die Stadtwerke als FCC-Trikotsponsor auftreten. Für diese Ortswahl gab es aber gute Gründe. Wir sind jetzt heute hier im Steigerwaldstadion in Erfurt, der Landeshauptstadt, um hier diese Themen zu diskutieren. Die Ministerien, die in Erfurt angesiedelt sind, sind natürlich auch maßgebliche Treiber hier für diese Themen. Insofern ist die Örtlichkeit hier für uns jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Wir sind hier in einem sehr, sehr guten Austausch, auch in einem sehr, sehr guten Miteinander. Und das ist egal, ob das in Erfurt stattfindet, in Jena oder in Mühlhausen. Vor allem in den Pausen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit zu einem ungezwungenen Austausch. An verschiedenen Ständen konnten sie sich außerdem zu den Vorhaben einzelner Energieunternehmen informieren. Und vielleicht wird die zweite Thüringer Wärmetagung dann an einem anderen Ort abgehalten.